Hallo ihr Lieben, heute ist ein wunderschöner Sonntagvormittag, es ist gegen 10 Uhr. Heute wird es richtig schön warm und wir fahren heute nach Thüringen, um Freunde zu besuchen. Es wird einen kleinen Rohkostpotluck geben und habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder einen Vlog, den gab es schon lange hier nicht mehr auf diesem Kanal. So, wir sind jetzt circa 1,5 Stunden gefahren, ein bisschen länger als gedacht, weil es Stau auf der Autobahn gab und jetzt sind wir da in Obertrebrann, einem kleinen Dorf in Thüringen. So, bevor wir jetzt den Potluck eröffnen, gehen wir noch zum Garten, der ist hier in der Nähe, und ernten etwas für den Potluck. Hier ganz tolle rote Beete, das ist unglaublich. Und auch alles Bio, ne? Ihr spritzt nicht, ihr verwendet nichts, alles ganz natürlich. Ja. Und wenn man sich bedenkt, wenn man das mal anschaut, wie groß die Wurzeln hier sind, die Knollen. Genau. Unglaublich, also richtig. Aus dem Samen vor allem gezogen. Mhm. Hochwertiges Gemüse. Wir haben auch einen guten Boden, muss man dazu sagen. Mhm. Wir beachten ja auch die Fruchtfolge. Ja. Also das ist ja das, wo ich dann immer die Gartentagebücher von meinen Opa. Der hat da ja schon seit den 50ern hier experimentiert. Ja, genau. Das ist so wertvoll, das Wissen. Und hier Cappuccino-Kresse, die ist so lecker. Auch die Blüten und die Blätter, ich mag das total. Und hier habt ihr ganz tolle Möhren. Die haben wir auch schon angefangen auszufahren. Gibt es nachher auch. Oh, Möhren, also Wahnsinn. Sind zwar jetzt noch nicht so groß, aber ich meine, man muss ja nicht warten, bis das solche riesen Dinger sind. Hm. Und hier hinten, das sind alles Gurken, ne? Und hier sind dann die Gurken. Das sind die Gurken. Da könnt ihr euch auf jeden Fall welche mit nach Hause nehmen. Das sind Unmengen. Okay. Ja, Gurken sind bei uns sehr beliebt. Die kleinen sind jetzt so lang, nicht so groß. Also hier ist zum Beispiel meine größte. Mhm. Hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Mal im Hintergrund. Die Henne liebt Streicheleinheiten. Also hier zum Garten gehört auch ein kleiner Hühnergarten, wo 20 bis 25 Hennen leben, ohne Hahn. Diese Hennen wurden auch gerettet, soweit ich weiß, Legebatterie, oder sind von einer Vogelfarm und können hier bis zum Tod ganz friedlich und glücklich leben. Die haben ja auch ganz gut Auslauf, bekommen auch gutes Futter, Kartoffeln, Möhren, Brennnesseln, Getreide. Und hier von den Freunden bekomme ich Eier für meine Jungs. Meine Jungs sind ja weder Veganer noch Rohköstler. Gerade mein Jüngster, der ist ein sehr mäglicher Esser und lehnt viele pflanzliche Lebensmittel ab, die man als Veganer essen könnte, um sich einfach gut zu versorgen, vor allem auch mit Eiweiß. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier sehr gute Eier für meine Jungs bekomme. Und wenn wir dann hier sind, dann begrüßt mein Jüngster die Hühner und geht dann mal in den Stall und schaut, wie viele Eier die Hühner schon gelegt haben, und darf sich dann auch einige Eier aussuchen und in sein Körbchen legen. Thank you.
Hier seht ihr das wunderbare Buffet vom dritten Potluck in Thüringen. Und da gehen wir jetzt mal gleich kurz darüber. Hier beginnt die süße Ecke oder ein Teil der süßen Ecke, wie der fantastische Schokolade-Fanny. Genau, also das sind drei verschiedene Sorten, so eine Art Milchschokolade in Anführungszeichen aus Kakaobutter, Erdnussmus, Tahin, Mesquit, Jakonsirup und Maracujas. Dann die zweite Sorte ist so eine Art weiße Schokolade, Kakaobutter, Mandelmus mit goldener Chlorella, Jakonsirup, Kakaonips und Tonkabohne. Und die ganz dunkle, die besteht aus Kakaobutter, Tahin, Mesquite, Cassispulver, Jakonsirup, Vanille und Kakaonips. Und das nächste ist wieder rohveganes Nougat aus wenigen gesunden Zutaten. Ne? Genau, Kakaobutter, Haselnussmus, Jakonsirup, Kakaopulver, Vanille. Perfekt. Dann gibt es noch was Süßes, eine Snickers-Creme hast du gesagt, ne? Genau, aus Erdnussmus, Dattelcreme, Limettensaft, einer Banane, Vanille, Karob und noch Miesesalz. Und eine schöne Blüte der Kapuzinerkresse. Dann gibt es einen Salat von Joachim. Ganz ordinärer Salat mit Gurke, Tomate, Zwiebel drin. Ich habe einen Apfel mit reingemacht, weil die Tomaten ja nicht süß genug waren. Und dann noch das übliche Kaliumsalz in dem Fall, also Kaliumchlorid und Pfeffer. Das sind hier Wraps. Der Wrap, also die Hülle, besteht so aus Tomaten, Paprika, Kokos und Paprikapulver und Salzsohle und die Füllung aus Möhren, bisschen Zwiebel, Zitronensaft, Avocado und Salz. Das nächste ist, das war Tzatziki? Tzatziki, genau, mit fermentiertem Cashewjoghurt, Gurke, Knoblauch, Limettensaft, ein bisschen Leinöl, Dill, Minze und Salzpfeffer. Und hier ein Dip. Ein Erdnussdip aus Erdnussmus, Tomaten, Paprikas, getrockneten Tomaten, bisschen Senf ist dabei, Rohkostsenf, selbstgemachter, Tamari, Knoblauch, Limettensaft, Salz, Pfeffer und ein paar Gewürze, Paprikapulver, Kumin, Curry. Genau. Ist der für das Gemüse gedacht? Was genau, das ist für steht? Das Gemüse, was meine Mutti vorbereitet hat, frisch geerntet aus dem Garten. Und hier ist auch noch ein Salat. Das ist Blumenkohlreis einfach nur. Mhm. Also quasi Blumenkohl, eine Chilischote, Knoblauch, Tamari, Petersilie, Kurkuma und Salz. Und mit Sprossen dekoriert. Was sind das? Mit Brokkolisprossen. Genau. Ne? Hier sind auch noch Sprossen, sind auch Brokkolisprossen und Süßlupine. Mhm. Und hier ein schöner Rohkostteller mit ganz einfachen Gemüsestücken. Zucchini ist dabei, Möhre, Tomate, Blumenkohl und Gurke und Spitzkohl, ist das Spitzkohl hier? Genau. Und auch dekoriert mit ein paar Sprossen und Blüten. Dann haben wir hier einen Käse von Happy Cheese und zwar die Sorte Tomate Salbei. Hier gibt es noch einen Salat vom Henry, ich weiß gerade gar nicht, Henry? Ja. Ja? Das ist ein Tabouleh, ein bisschen abgewandelt, das ist von der Ulrike Eder, von Deine Ernährung, von der Seite. Und da sind drin Hanfsamen, Tomaten, getrocknete Tomaten, etwas Pfeffer, Petersilie, Pfefferminze und Hefeflocken. Schön tomatig. Genau. Dann gibt es gedörrte Gemüsespieße, also es hat auch Rohkostqualität. Es sind Champignons, Paprika und Zucchini. Und die wurden mariniert vorher vor dem Dürren in Olivenöl, Rohkost, Sojasauce, Knoblauch, Paprikapulver, Oregano und Thymian. Weiter geht's mit einem wunderbaren Salat, auch vom Henry. Genau, das ist auch ein bisschen abgewandelt. Das ursprüngliche Rezept ist von der lieben Karin. Stopp, meine grüne Seite. Und das ist ein Coleslaw und da ist drin der Salat, halt Eisbergsalat, geraspelte Karotte, kleingeschnittene Paprika, Zwiebel. Und das Dressing, das habe ich halt ein bisschen abgewandelt. Da ist jetzt drin Leinöl, Hanfsamen, etwas Kokosmilch, Knoblauch auf jeden Fall, Pfeffer und Zitronensaft. Sieht auf alle Fälle lecker aus. So, jetzt geht es hier noch weiter. Hier oben auf dem Fensterbrett steht noch was. Das ist so ein bisschen die süße Ecke. Es gibt hier auf alle Fälle Früchte. Ich glaube, hier sind Erdbeeren drin, dann noch Kirschen und Nektarinen und noch was Süßes. Fanny, dein genau, der Karottenkuchen wieder. Aus Haselnüssen, Möhren, Datteln,
Mangos, Maracuja, ein bisschen Kokosmilch, Flohsamen und noch ein paar Gewürze wie Muskat zum Beispiel, Zimt und Vanille. Und hier vorne das Dunkle, so diese Energie. Das ist was ganz Krasses, habe ich mal probiert. Okay. Das sind Proteinbars auf Basis von gekeimten Süßlupinen. Ui! Ja, und dann mit Sesam, Mandeln, Kürbiskern, mit Datteln und Banane gesüßt, ein bisschen Karot noch, Limettensaft, Zimt, Vanille. Und da hinten hast du auch noch Bällchen, die helleren? Das sind genau ganz einfache Karottenbällchen, einfach nur aus bisschen Kokosraspeln, Karotten, Datteln und Zimt. Und daneben sind noch ganz helle Bällchen, die sind einfach nur aus Cashewnüssen, grünen Rosinen und Vanille. Also die Kugeln habe ich schon, oder die Bällchen habe ich schon vor vielen Jahren zubereitet. Das war für mich in meiner Rohkostphase immer so eine Art Ersatz für weiße Schokolade, weil es so ein ganz kleines bisschen daran erinnert. So. Ja, lange gehalten. Ja, genau. Genau, das ist unser wunderbarer Rohkost-Potluck und wir werden es uns jetzt hier schmecken lassen. Das ist mein erster Teller. Der ist sehr gemüselastig, vom Süßen esse ich später. Ich esse immer erstmal, gerade bei solchen Potlucks, wo man verschiedene Speisen isst, fange ich erstmal mit Gemüse an und Sprossen und später gehe ich dann zum süßen Teil über. Das ist mein Detektivausweis. Ja, ich habe auch einen. Genau, aber du hast ja deinen eigenen. Die. Du hast hier noch so eine Schablone vom Tiger-Team auch mit. Und das ist alles noch aus der Mickey Maus, genau. Da gab es so Sammelkarten aus der Mickey Maus, das hast du mir damals als Abo geschenkt. Wisst ihr das noch? Ja. Da habe ich die Mickey Maus abonniert. Ja, und zwar ist das hier Detektivkarten alles mit dem Spionagetelefon, ganz viele Detektivtricks. Der Silas ist ein kleiner Detektivfan und wir haben für ihn jetzt einen Fall konstruiert, den er jetzt versucht zu lösen. Er hat jetzt hier schon Sperrband und hier ist auch schon ein. So, das muss ich natürlich aber alles noch alles machen. So. Zuerst einmal muss ich die Fragen noch einmal wiederholen. So. Der Name der Person Simon Patschke. Patschke. Simon Patschke. Jetzt gibt es hier eine kleine Ernte im Garten. Erstmal geht es an die Gurken. Also ich probiere hier gerade eine Möhre, ganz frisch aus dem Beet gezogen, total lecker. Da ist noch ein bisschen Erde dran wegen B-Vitamin 12. Hier in dem Karton befinden sich jetzt Gurken, Zucchini, Chili, Möhren, rote Beete und Kräuter. Ich glaube, da ist Zitronenmelisse dabei, Pfefferminz und Salbei. So ihr Lieben, wir hatten heute einen schönen Tag auf dem Land in Thüringen bei der Fanny. Fanny sitzt jetzt auch neben mir. Hallo. Und Fanny, ich habe ja auch mal von dir schon was auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, nämlich eine wunderbare Klangmeditation. Ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr, letztes Jahr? Also die verlinke ich auf alle Fälle oben in den Infokarten. Schade, wir haben es heute leider nicht geschafft. Das nächste Mal ist wieder die Klangmeditation dabei. Und die Fanny hat auch einen YouTube-Kanal. Fanny, wie heißt dein Kanal? Einfach Fit mit Fanny. Und was sind deine Themen? Also alles Mögliche, was so um die Gesundheitsförderung geht, also hauptsächlich so Training, Bewegung, Yoga spielt bei mir eine große Rolle, wie man Kraft aufbauen kann, gesund zunehmen kann, gesund abnehmen kann, Ernährung natürlich, Rezepte auch, genau, Selbstversorgung ist mir auch ganz wichtig, also ich bin ja so der Vertreter der pflanzlichen Vitalkosternährung und Vitalkost bedeutet ja für mich und für dich auch, dass es möglichst unverarbeitet ist. Genau, dass es wirklich Lebensmittel sind, die wir konsumieren, viel Grünkräuter, Wildkräuter, Sprossen und Vitalkost bedeutet für mich auch hauptsächlich aus eigenem Anbau, regional, saisonal, bio, aus dem eigenen Garten quasi. Ja, das war's erstmal hier. Heute hatten wir einen wundervollen Tag und liebe Fanny, vielen Dank. Ich danke wieder dir für das schöne Zusammensein und ich denke, das werden wir auch im August, denke ich, mal wiederholen. Ja. Das ist ja schon fast Tradition. Ja, es ist jetzt seit Mai. Ist es nicht genau, Tradition. Mai, Juni, Juli, August. Genau. Mal schauen, was wir da noch ernten können. Plündern wir wieder im Garten. Okay, ihr Lieben, das war's von mir, von uns. Noch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.